Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Griefer Games Video, Leute. Ich bin ja gerade auf CD Projekt Evil, nicht wundern, bei einem bestimmten Casino. Und es wurde gerade eben erst hinzugefügt, etwas Neues, und zwar beim Case Opening. Wurden neue Kisten hinzugefügt, Leute. Das ist auch jetzt gerade ganz frisch, es ist gerade jetzt 14 Uhr irgendwas, und das Video wird, denke ich mal, um 15 Uhr kommen. Also ist es dann gerade mal 50 Minuten her, wo das hinzugefügt wurde. Und zwar war ja eben Abgeordneter und hat anscheinend was Neues hinzugefügt, was ich euch jetzt direkt mal zeigen werde. Man kann am Spawn immer noch nicht hingehen, weil der Abge immer noch im Wendel steht und diesen Effekt anhat, wo man immer weggestoßen wird. Deswegen bin ich hier jetzt hier gerade beim anderen Case Opening mit ein paar Clan-Membern gewesen. Hier noch einer von BDR G-Flo. Und zwar seht ihr schon hier unten, man kriegt jetzt jeden Tag ab einer bestimmten Spielstundenanzahl, ab 250 kriegt man eine Kiste, dann kriegt man 1000, dann kriegt man 10.000. Und die kann man zufällig, man kann alle Kisten hier bekommen, Leute. Und was noch geil ist, man hat jetzt hier kleine Winterkisten und große Winterkisten anscheinend. Also gibt es welche, höchstwahrscheinlich in den großen Winterkisten, denke ich mal, werden bessere denke, Sachen sein als in den kleineren Winterkisten. Ich denke auch mal, dass da neue Admin-Items drin sein werden, wo ich mich schon, denke ich mal, drauf freuen werde. Mit auch mal ein paar alte rausfliegen, mit mal ein paar neue reinkommen, mit man mal wieder was zum Investieren hat. Weil ich kann euch direkt sagen, die Winterkisten werden nicht so lange drin bleiben, vielleicht noch bis Anfang Neujahr. Und dann sind die schon wieder weg. Und wenn da werden sich viele Leute Kisten kaufen. Und wenn da ein bestimmtes Admin-Item ist, jetzt wurde ich gerade vom Grundstück geworfen, nicht wundern, Leute. Dann ist es halt so, dass das, denke ich mal, in dieser Zeit wird das gefühlt jeder wieder haben. Und dann wird das irgendwie verschwinden, weil Leute aufhören mit Spielen und dann manche verstudern es und hast du nicht gesehen. Und deswegen wird, denke ich mal, da auch, wenn da wirklich was Gutes drin sein sollte, neues Admin-Item, dass danach, wenn die Kisten wieder weg sind, auch deutlich im Wert steigen. Aber wie ihr sehen könnt, man kriegt jetzt, wenn man aktiv spielt, kriegt man Belohnung vom Server. Das heißt, zufällige Kisten, man kann sogar Supreme-Kisten rein theoretisch gewinnen. Ob das denn wirklich auch so sein wird im Endeffekt, weiß ich noch nicht, Leute. Wir werden es sehen. Wie gesagt, das Video ist jetzt ganz kurz, 2 Minuten. Ich wollte euch einfach nochmal dieses Update geben und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video morgen, Leute. Ich werde morgen höchstwahrscheinlich einen Livestream machen, kann es aber noch nicht versprechen. Wenn ja, abonniert mich gerne mal, folgt mir und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao und aktiviert die Glocke.